Frank, was meinst du mit das SR? SR. Schweinkraut. Oh nee, da! Mist! Ach, hier kommt ja doch noch der Graben. Scheiße! Ich wäre dann im Graben schon vorbei. Fuck. Sache, wir brauchen hier eine Brücke drüber. Ich glaube, ich werde hier auch nochmal eine Brücke drüber bauen. Das ist ja. Oder einmal komplett zumauern, das Ding. Torch. Was brauchen wir denn alle dafür? Leder, Dapterrohre. Ach, ich habe hier die Butze aufgelassen, was ist denn? Macht so was. Ach so, weil ja vorhin ein Zombie da war, deswegen. Ah ja, alles klar. Für die Werkbank. So, ich bin übrigens jetzt direkt auf der Basis, stehe ich jetzt drauf. Falls du die nicht mal markern willst. Ach, nee, da wäre ich ja nicht drauf gekommen. Ich war eins woanders. Okay. Okay. Bist ja ja nicht weit weg, du bist ja direkt nebenan. Ja, siehst du, das ist schon auffällig. Du bist ja keine, du bist 400 Meter weg von mir. Siehst du? Mal zu. Gut, dann machen wir ein bisschen Bodi-Bodi. Und noch ein bisschen Rahmenformen brauche ich noch. Rahmen. So. Dass wir hier mal weiterbauen können. So, Wrench kann ich bauen. Kann ich auch einen Clawhammer bauen? Wäre es natürlich kacke, wenn ich. Heißt, ja. Clawhammer kann ich nicht bauen. Kann ich Clawhammer? Warte. Einen habe ich. Also Clownhammer könnte ich bauen, Vierer könnte ich. Ja, gibt es ja ja welche. Ich hab nur einen Clownhammer. Okay. Ja, dann bräuchte ich eventuell. Dann müsste ich halt einen craften, ne? Oder ich kann nicht. Ja, einen habe ich ja. So, dann hätten wir drei Werkbänke. Ja, ich brauche aber noch 26 Eisen dafür und Leder und Klebeband. Das habe ich natürlich jetzt alles nicht mit. Ja, nee, wie gesagt, ich kann ja eben eine Werkbank bauen. Plus meine Werkbank, plus deine Werkbank sind ja schon mal drei Werkbank im Bereich. Was korrekt. Dein Ziel. Mixer. Was brauchen wir für einen Mixer? Mixer. Okay. Machen wir mal. Aber dann kannst du auf jeden Fall schon mal Beton oder sowas herstellen und dann können wir das nämlich gleich den aufwerten hier schön. Lecker. Den Tunnel. Ja, Beton heißt, ja. Ja, also müssen wir nicht jetzt. Wenn man umzieht vielleicht, wenn man das Material zusammenzieht, dann macht das glaube ich am meisten Sinn. Problem ist, ich hab kein Beton. Ach so, okay, noch nicht eingeschmolzen. Also, okay. Nee, ich hab noch ja nicht. In der Richtung, ich hab nur so viel zusammengesammelt, dass ich hier ein bisschen unten, wo die Zombies rumklopfen, so aufwerten kann. Ja, weil du sagtest, aufgewertet hättest du schon komplett, deswegen dachte ich, das ist auf Beton. Ja, ja, ich hab ja auf Beton aufgewertet, aber ich hab nur so viel mir hergestellt und zusammengefarmt, dass das für meine kleine Mini-Putze hier reicht. Also, ich hab jetzt noch nicht tausende Dinger auf Halde oder so. Nein, das meine ich auch so nicht. Ich hab mal so Stück für Stück gemacht, bis es gereicht hat und dann haben wir uns auch schon getroffen, sozusagen. Mir kam das gleich komisch vor, dass gleich so viele Leute plötzlich da waren. Plötzlich war Christian da, dann irgend noch so ein anderer Heini, wo ich den Namen nicht weiß. Dann standst du auf einmal da, merkwürdig, alles merkwürdig. Auf
Einmal ich kam tatsächlich zufällig vorbei. Dann ist es so. Jetzt ohne Spaß jetzt. Ja, ja, das ist okay. Ich wollte wirklich zum Händler, der einfach aus dem Weg auf der Map ist und bin dann an dein Motor vorbei gedonnert. Da hast du dich gefragt, Mensch, muss ja einer sein. Genau, und dann kam der 4x4 Mensch. Und dann kam der 4x4 Mensch. Auch nur um Jahre handeln hier, bis ich mal hier endlich unten angekommen bin. Achso. Bench. Mechanische Parts, ja, wartet. So. Gut, also du müsstest doch schon Stein ohne Ende haben, oder? Stein schon, ja. Naja, dann stellen wir die Fortune auf und klüppeln die erstmal mit Stein voll. Ja, ich muss das sowieso erstmal, ich mache erstmal alles gerade mit Platten. Steinplatten. Und dann werde ich das nachher alles mit Beton auf. Gib dir auch gleich wieder ein paar Punkte. Na, zeig mir doch die Frames. Jetzt müssen wir nochmal eine Nagelpistole haben, damit das alles nochmal dreimal schneller gehen hier. Obwohl, nein, einen Clownhammer wird es auch fix gehen. Ich glaube, ich komme gleich mal zurück und baue nochmal einen Clownhammer. Aber da brauche ich erstmal ein Teil für. Du brauchst ja eh noch einen, also muss ich hier noch einen bauen. Ja. Das wäre nicht schlechter. Dann komme ich gleich nochmal zurück. Du brauchst aber nur einen, ne? Ja, ja. Erreicht. Mal 60 Eisen herstellen. Ja, kann auch leider noch nichts weiter hier machen. Weil die Kacknups hier machen. Ja, nun. Die ganzen High-End-Gamer hier lachen uns schon aus. Wahrscheinlich, ja. Deswegen spielen die wahrscheinlich auch nicht, da müssen wir erstmal an die rankommen. Mhm. Guck mal, die müssen sie noch alles bauen. Loser. Loser. Dafür braucht jetzt auch wieder Dachzeit. Dachzeit habe ich genug. Ich soll ja noch was trinken von Gummi, Mensch. Gummi ist ja auch noch da. Okay, dann muss ich das für Gummi nochmal trinken. Das ist unglaublich. Unglaublich, was ich mal alles trinken soll. Achso, jetzt habe ich schon Kopfverfrosen. Ich bin aber auch. Meine Fresse.
tauch wieder rein. So, was könnte jetzt. Das ist aber auch ein ordentlicher Weg, den man hier runterbauen muss, ey, meine Fresse. Naja. Naja. Gut, ich komme jetzt erstmal nochmal rein. Bike. Ja, darüber. Na. Jetzt mal noch tanken. Oh ne, warte mal. Ich werde das mal ganz so hier rumfahren und straight da. Dann gucke ich nämlich gleich mal, wo man nämlich die Brücke bauen müsste. Scheiße. Oha, ob man das so einfach hinkriegt, das ist ganz schön ein ganzes Stück da. Ja, sieht weit aus. Müsste bestimmt nochmal so einen Mittelpfosten setzen müssen. Ja, das sowieso. Am besten mal 4 breit, würde ich fast sagen. Geh mich auf den Sender hier. Ganz einfach draußen rumfahren. Das war nur ein paar Meter, was macht mich fertig. Macht mich menschlich. Das ist aber auch wirklich ein ganzes Stück darüber. War ein schönes Projekt. Ja. Kostet aber Zeit. Nein! Nein, nein, nein. Was ist denn da oben? UFOs! Hä? Was ist denn da oben am Himmel? Was ist da denn? Hä? Ey. Ach Mist! Jetzt breche ich mir gleich alle Beine. Hä, was hängt denn da oben? Kannst du es in meinem Stream sehen da oben? Ja, ja. Sehen kann nix. Lass dich mal hochstecken. Kick. Oh, hier ist kein Bock drauf. Nee. Stück, ob ich das werde ich mit meinen Frames glaube ich nicht schaffen. Ah. Was hin? Eine Gravität? Eine Stufe zu hoch. Scheiße. Oh, 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 oh. So, was brauche ich jetzt noch für die Wrench? Eins zu hoch. Davon, oder? Davon. Scheiße. Scheiße, ich bin tatsächlich eins zu hoch. Nein. Fuck. Naja, gut, nicht so dramatisch. An sich nie so dramatisch.
Wenigstens schön, dass die Brücke genau in der richtigen Richtung setzt. Ah, da wird es zusammenbrechen. Beziehungsweise da wird es schon gelb. Okay. Natürlich weniger gut. Ja, gelb, aber noch nicht rot. Das ist das Wichtige. Später weiter. Ich sehe mich nämlich da schon runterfliegen. Ich habe gar keinen Bock drauf. Erstmal an das Hämmersche mache. Zwei Hämmersche. Genau, mach mal. Ein Hammer reicht. Ein Hammer. Ja, aber ich baue mir dann auch noch mal einen, damit ich schneller aufwerten kann. Ja. Okay, ich erlaube es. Ja, das ist gut. Dankeschön. Da ist dich wieder sehr liebensgewürzig. Warte, wo ist eigentlich meine? Da ist meine Base. Ja, ich habe Hunger, ich weiß. Connect mich gleich mit dem. Mit dem Krempel. Mit Wrench, mit Forgen, mit Mixern und. Halbwerkbänke, wenn deine soweit ist. Das Basis? Oder brauchen wir aber noch eine ganze Ecke? Bin noch lange nicht so weit. Dann mal essen. Ja, aber wir müssen erstmal die Forschung irgendwo hinstellen, dass wir die mit Beton füttern können. Also mit Steine. Ja, sonst mach doch erstmal bei dir. Erstmal die Basis erstmal nur zum Produzieren erstmal nutzen und können wir immer noch umziehen. Aber das macht, glaube ich, Sinn. Na, dann komme ich mal vorbei und hol mir mal Steine. Jo. Meinetwegen auch das. Weil sonst. Nur zwei Stacks hätte ich zumindest schon mal hier. Na gut, den könnte ich auch noch da lassen. Das könnte ich auch noch da lassen. Rezepte, Pflastersteine, zack, zack. Obwohl, die kann ich auch noch da lassen. Bauen wir sowieso gleich neue Steine ab, insofern passt das. Ist auch noch ein bisschen Holz da. Stahl. Achso, ja, richtig, Stahl. Genau, das weiß ich auch, was ich wollte. Zack. Eisen, 60 Eisen. Mach ich gar nicht, mach gleich 100 fertig. Gleich 100 Eisen. Sogar getroffen, geil.
Okay, das warten wir los. Was brauche ich überhaupt alles für einen Clawhammer? Claw. Holz, Leder, Klebe. Okay. Alles. Das reicht natürlich wieder nicht. Klebe, Klebe, Klebe. Hast du noch Klebe da? Zufälligerweise? Kleber selber oder Duct Tape? Nee, Klebe selber. Habe ich alles verwurstet in Duct Tape. Achso, okay, ja, dann stelle ich ein bisschen Duct Tape her. Müsste eigentlich noch. Genau, ein bisschen trübes Wasser habe ich noch. Knochen habe ich auch noch da. Dann mache ich mal eben Kleber. Zack. Zack. Ja, ich esse ja was. Sehr gut. Ich gleich durch. Hey. Das da mit rein. Check. So. Kleber. Rezepte. Zack. Zack. Nee. Das reicht nämlich dann schon für den ersten Clawhammer. So. Einer ist gerade in der Workbench und ist gerade am Machen. Ja. Stein sollte erstmal ein bisschen da sein. Ein bisschen was. Genau, ich muss mal die ganzen Kisten hier auf. Achso. Da. Ja, denke ich auch. Genau, da kann man nicht erstmal Zement produzieren. Schmelz ein, los. Schmelz einfach ein. Hast du deinen Klohammer schon genommen? Der eine ist in Produktion, den kannst du ruhig mitnehmen. Den anderen crafte ich gleich auf dem Weg. Brauchst du Knochen für Kleber machen? Einen Knochen habe ich noch da. Ja, dann stelle ich erstmal Zement an. Hey. Was fehlt mir jetzt noch? Zu Stahl. Lass doch mal mein Mikro. So. Schmeiß den weg, das erstmal halt verwursten. So, mach mir den Eisen, das Eisen fertig. Ich muss weiter. Achso, den Moment. Reicht doch so schon, oder? Das ist ja gut. Clawhammer. Claw. Hä? Okay. Achso, weil ich in der Forge drin bin. Zack, zack. So, dann kann ich mich dann selber direkt craften. Lasse ich das hier, lasse ich das hier. Das nehmen wir mit. Das geht natürlich nicht. Ach nee, verkehrt. Falsche Kiste. Falsche Kiste, falsche Kiste. Okay, dann nehmen wir erstmal wieder ein bisschen Duct Tape Reserve.
So. Wie viel habe ich denn hier? Ich habe so viel. Anmachen. Kann ich eigentlich mal eben noch mal die Brücke weiterbauen? Sei denn, ich fahre da gleich gegen so einen Eisenberg. Okay, da komme ich da drüben raus. Interessant. Und da ist der Klohammer fertig. Sehr schön. Oh, da wollte ich gar nicht hin. Ist er schon, aber nicht jetzt. Das ist schon mal gut. Das ist schon mal gut, aber nicht gut genug. Kann man da, gibt es dafür noch irgendwelche geilen Frames? Irgendwie Säulen oder so. Was würde mich. Viertelwürfel. Ah, Viertelwürfel, die sehen immer so nach nichts aus. Ostmittelplatte. Eine Trägerplatte wäre ganz cool eigentlich. Die Steine schmelzen ein. Schön. Eine runter. Wird das die Ebene, wo wir hin müssen? Da noch eine runter. So. Ups, da fallen sie. Das war knapp. Ah, sieht doch schon mal ganz. Bist du kurz vor der Brücke hier? Okay.
müssen wir sowieso noch mal weiter stabilisieren nachher die Brücke. Muss mal ein bisschen Holz besorgen. Aber hier der die Fläche, wo nachher der Markt hinkommt, da war auch schon ausgebaut, ne? Mit Parkplätzen ja. Und so weiter. Das sah schon gut aus, ja. Außer dass er glänzender Beton war, das sah ein bisschen merkwürdig aus. Das sah schon ganz vernünftig aus. Mal gucken, ob der Händler da auch so gut wird. Schon fast drüben. Ja, sieht vielleicht von dir aus so aus. Von mir aus sieht es aus, als du gerade mal. Ja, ich weiß. Als wärst du eben Block entfernt von deiner Seite. Ja. Ja, nee, ist klar. Sieht noch sehr weit aus. Ich muss mir noch mal die Anbindung angucken und das hier, das gefällt mir nicht so ganz. Die Anbindung. Obwohl, das ist eigentlich auch erstmal egal. Guck mal, da mit dem Bike so rüber müsste eigentlich gehen. Ich muss mich da ja wieder hochbauen. Aber wo kommst du denn an? Hier ungefähr, wa? Ja, so in etwa. Ja, da drüben komme ich in etwa an. Also nicht ganz optimal, aber... Also ich bin hier auf der Höhe, warte... Plus 37 habe ich hier. Ich bin plus 35, also... Kommst du drei Blöcke hoch hier an? Ja, mutmaßlich. Ach Gott, deswegen. Ja, fällt mir auch jemand da. So, da. Wie viel haben wir da? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1. Okay. Muss man eigentlich. 1, 2, 3. Da. 1, 2, 3. Müssen wir hier hoch. Was landet jetzt da oben, ey? Ja, weiß ich auch nicht, was das da oben sein soll. Ganz, ganz merkwürdig. Bei 36 muss ich den Frame setzen. Also jetzt. Gut. 36. Ah, es könnte knapp werden. Ich mich da jetzt hoch. Wissen, was das ist. Ah, ich komm näher. Ja, weiß ich nicht, was das sein könnte. Das sieht auch so wie so eine runde Steinsäulen sieht das aus. Ja, sieht so aus. Aber was machen die da oben? Woher kommen die? Das muss ja noch von der Generation der Map sein, eigentlich.
Oder ist von Menschen erschaffen? Oh, das haben Menschen erschaffen und von Außerirdischen. Wir gehen jetzt auf die Spur. Kommen Sie mit auf eine Reise, die unglaublich ist. Ja, nicht, dass du gleich entführt wirst, sondern dass sie dir da irgendwas, dass sie gerade gleich Dinge mit dir anstellen. Ja, ja. Du wirst doch gleich da oben geschwängert. Kopf an mich. Wir können mir schon vorstellen, was da oben ist. Ich würde vermuten, dass das hängengebliebene Airdrops sind. Hängengebliebene Airdrops? Ja. Du hast ja auch den tiefsten Punkt der Map fast ausgesucht, ne? Anstatt, naja, egal. Ja, ich wollte direkt da drunter. Naja. Direkt da drunter ist der tiefste Punkt halt. Naja. Ich komm näher. Aber es sieht doch aus wie irgendwelche Steingeschichten. Ich sag ja, von hier unten sieht es aus wie Steinsäulen. Jetzt springt er eben und dann schmeißt er mich runter. Bist ja gleich da. Ja. Ja, es sind tatsächlich irgendwelche Dreckklumpen. So, wie komme ich denn jetzt da hin? Müsste ich mich ja jetzt irgendwie da... Sind leider Dreckklumpen. Dreckklumpen, also Erdklumpen? Ja. Okay. Sag ja, es kommt garantiert durch die, als die Map generiert worden ist. Irgendwelche Berechnungsfehler oder sowas. Das kann ich mir jetzt nicht mehr erklären. Ja, kann schon sein. Jetzt blick aber hoch hier, du. So, hier wird's langsam gelb. Kein Holz mehr. Ich hatte über 200 Blöcke hochgebaut. Und jetzt sieht mit Holz aus. Nein! Oh, uff. Oh, das war knapp. Das war in der Tat knapp. Sehr, sehr knapp. So, welchen Block nehme ich jetzt hier weg, damit das alles am besten zusammenfällt? Das mal weg. Oh, dann fällt alles sowieso alles gleich zusammen. Das ist sowieso alles egal. Aber wenn hier oben hat, bitte Aussicht. Dann mal alles weg hier. Uff. Zack, Gewitter. Deshalb fehlen mir die Blöcke, weil ich sie da alle verschwendet habe. Möglich ist. So, kommst du da an. Zack, zack, zack. Ja. So, machen wir hier eine schöne leckere Rampe hin. Na. So. Zack. Ah. Unser Schmutz im Weg hier. Wieder der volle Block. Ah, Mist, reicht natürlich wieder nicht. War ja wieder klar. Ah.
Das müsste eigentlich reichen. Da passt du gerade runter, sehr cool. Ist ja schon mal nett. Da passt natürlich mit. Doch, jetzt auch. Sehr schön. Man ja eigentlich auch bequem mit irgendwelchen Fahrzeugen nicht hochkommen. Schön. Ja, sieht so aus. Und die hat flache Rampen, ne? Das sind die ganz flachen, ja. Diese vierstufigen. Denn ist gerade. Das müsste passen. Ja, ja, ich habe mir das Bein verstaut, ich weiß. Ich weiß. Hä, wieso fällt das? Ach, scheiße, da fehlt noch eine Säule. Nein! Ah, fuck. Das war ein Stück zu viel. Mist. Ich muss hier irgendwo zwischendrin noch eine Säule bauen. Ah, bin ich aber nicht. Vielleicht. Irgendwo muss ich. Machen wir hier. Wenn man muss, dann muss man. Wenn man muss, dann muss man, ja. Mal später nochmal stabilisieren. Jetzt kriege ich das nämlich nicht fertig gebaut hier. Ach scheiße, und auch noch daneben. Hoch. Verdammt! Und daneben. Eiskalt daneben. Ich muss einen noch daneben. Nein! Du hast dein Nordisch gebaut. Ja. Volle Rohr innernehmen. Also, ich will die hoch, 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 ich will noch ein Stück. Ah. Aua, 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 es tut weh, es tut weh, es tut weh, es tut weh. Das Jutematerial. Ja. Oh. Scheiße. Ja, wie machen wir das denn? Ich würde mal sagen, ich kann mal hier rüber buddeln. Müsste hier sein, oder? Also ja. Ich glaube, wo ich jetzt stehe, da muss er eigentlich sein. Ich habe auch gleich noch eine Eisenader gefunden. Hier, da. Genau. Richtig. Wie viel kann ich jetzt wegnehmen, bis ich runterfalle? Den noch. Und Rahmen sind alle. Ah, wie so viel Kram. Oh, das war zu hoch, glaube ich. Und die falschen Blöcke kommen noch dazu. So. Ich baue mich natürlich hier hoch, wo ich nicht mehr wegkomme. Gottes Willen. Ja, siehst du? So einfach ist das nämlich nicht. Da eben eine Brücke zu bauen. Das ist nicht mal eben so gemacht. Das sieht zwar einfach aus, ist es aber nicht. Nein! Ja.
Das war die falsche Seite. Kann man denn hier jetzt was ranpappen? Ja, wa? Da kommst du ran, ja. Theoretisch hätte es auch gepasst, hätte ich von dieser Seite aus weitergebaut. Dann wäre es nicht zusammengefallen. Ich hier runterfalle, bin tot. Das ist... Naja, tot vielleicht nicht, aber du wirst auf jeden Fall... Hast auf jeden Fall gebrochene Beine. Zack, zack. So schnell aufwerten. Siehste. Schon steht fast die Brücke. Tada. Und natürlich noch ein bisschen ausbauen, ein bisschen stabilisieren den Kram. Oh, hier fällt es gleich. Muss aufpassen, hier fällt es gleich zusammen. Mal erstmal aufwerten. Ja, ist immer noch. Ah, ist trotzdem gelb. Scheiße. Ja, ja. Da fehlt noch die zweite Stütze. Ja. Ja, stimmt, richtig. Ich nehme der ersten. Na, warte mal, dann mache ich mal. Wie viele Blöcke sind auseinander? Also die Malen waren eigentlich immer jeweils zwei auseinander. Also zwei Lücke und dann Blöcke auf der dritten. Und, okay. Also zumindest bei den ganz langen da hinten. Ja, ja. Ja, Frank, wissen wir. Hast du schon öfters erzählt, dass du so riesige Brückenareale gebaut hast? Ja, das wissen wir. Hätte ich auch gerne gesehen, muss ich sagen. Aber das war wirklich beeindruckend. Immer mega Spaß gemacht, das glaube ich. Vor allem mal das, was mich daran immer so jucken würde, ist eben, du machst halt das fertig und irgendwann reißt es wieder ab, ne? Das ist das, was mich persönlich stören würde. Oder es wird halt gewiped auf dem Server, je nachdem. Ja, ganz früh hast du da Löcher ausgehoben, 100 mal 100 Blöcke oder so. Einfach nur aus Langeweile. Sozusagen. Da hattest du manchmal Löcher, da konntest du das Ende nicht sehen, weil die Karte nicht so weit gerendert hat. Oh nee. Gibt es eigentlich einen Shortcut für Copy Shape? Glaube ich nicht, ne? Wusste ich nicht. Man muss sich hier auf die ganz unterschiedlichen Geländeformen einstellen und so bauen, dass sie zombiesicher sind, ja? Das kommt dazu. Pflanze. Hä? Warte mal, ich nehme ihn noch mal kurz weg, weil ich mache mich da unten noch mal noch kurz das Grundgerüst. Ach so. Ups. Hä?
So, denn den wieder. Den wieder. Den wieder. Schau dir gerade ganz fasziniert beim Brückenbau zu, muss gestehen, das juckt mir in den Fingern. Brauch hier eine Autobahn zwischen euren Basen. Eine Schnellstraße oder eine Landstraße würde reichen, ja. Aber ihr meint einen angefixt. Wahrscheinlich, ja. Was das Bauen angeht, auf jeden Fall, glaube ich. Ah, hier vorne brauchen wir noch einen vernünftigen Übergang. Sieht ein Arsch scheiße aus und zweitens wird es mit dem Bike nicht funktionieren. Dann brauchst du doch das ja auch nicht hier. Brauchen wir doch bloß 1, 2, 3 hier in. Denn da in. Ach, weil die scheiß Pflanzen die uns wieder stören. Weg. Zack, zack. Das war knapp. Na, einen Sprung weg und der Flug. Alter. Ja, muss ja auch nicht sein jetzt. Obwohl, einen Gips habe ich noch zu Hause, zur Not. Gibt Leichentuch, ja. Weiß ich nicht, ob das schon vielleicht so reicht. Ich glaube, so einfach stirbst du nicht mehr so. Ja, Staffel 1 wäre kein Thema gewesen, aber hier. Hab ja hier kein nichtes Geld mehr. Copy, 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 zack. Jetzt haben wir 4 Stützen drunter. 5 mit deiner eckigen Stütze. Die Frage ist, machen wir jetzt hier einfach nochmal 2 Stützen und dann nehmen wir die Ecke weg? Wahrscheinlich. Oh, dann müsste eigentlich auch so gehen, oder? Nein, nee, etwa zusammenstürzen. Wenn ich jetzt hier deine Ecke stütze, wegnehme, glaube ich, ist Feier. Und dann müssten wir da oben noch mal innen machen. Komme ich jetzt da hoch? Schwierig. Naja, wir müssen auf jeden Fall noch mehr Säulen setzen. Also, ich hatte das ja so gemacht, eben mal zwei Lücken und dann kommt die Säule. Das wollte ich nachher schon auch schon so fortführen, weil sonst, ja, kann es schwierig werden. Weiß ich nicht, wie geil die Horden drauf sind. Die Horden gehen daran. Vielleicht waren da Horden, wieso nicht? Achso, Steine habe ich ja keine mehr, alles klar. Wo ist eigentlich mein Bike hin? Ach denn. Da bleibe ich an meinem eigenen Krabs hängen, das gibt's doch nicht. Man bleibt an die Dinger da hängen? Ja. Doch nicht. Hallo? Das gibt's doch nicht, dass ich an einem Scheiß hängen bleib. Bin ich mal hoch. Da ist so eine Kante, da kommst du ja nicht hoch. Da müsste man denn mit C das Vorderrad hochschnalzen lassen. Ja, ich mach das mit einer vernünftigen Rampe, dann geht das schon. Und dann gibt's ja nämlich nachher nämlich noch diese geilen Leitplanken. Aber ich weiß jetzt nicht, wie breit. Das ist ja nun 4 breit. Reicht das für, wenn wir links und rechts noch so eine Leitplanke nach reinsetzen? Er fährt Motorrad auf jeden Fall. Ja, aber falls man einen Jeep oder sowas längs fährt, das meine ich. Ein Jeep könnte knapp werden. Wenn es mich zum Beispiel
solche Dinger da hinten. Obwohl, das müsste mit dem Jeep eigentlich passen, oder? Der Jeep wird, naja, ja. Könnte es knapp durchgehen, ja. Müsste eigentlich glatt durchgehen. Oder wir machen auf beiden Seiten noch eine Rampe dran. Das wäre ja jetzt nicht so dramatisch. Ja, glaube, dann ist es ein bisschen angenehmer, oder? Zum Fahren. Ja, jo. Mal lieber von beiden Seiten noch eine ran, das ist gut. Wenn du so genau zielen musst. Ja. Da kommt irgendwann der Augenblick. Obwohl der 4x4 Jeep gar nicht so breit ist, wie man sich den vorstellt. Also so geht das eigentlich. Aber lieber einen Block mehr, das ist schon okay. Ist ja jetzt nicht so dramatisch. Nur mal eben eine Brücke bauen, weißt du? Ja, aber Teig mich dafür einlassen. Wollte eigentlich nur die Basis weiter bauen. Und mich zumindest mal runtergraben, wenn ich schon längst die Basis fertig haben können. Und was mache ich? Immer das Gleiche. Man könnte hier ja eigentlich, hier brauchen wir, die können wir eigentlich gerade hochziehen als Mauer nachher. Da gibt das noch so, warte mal, da gibt das so geile Blöcke. Da gibt das so geile Blöcke. Ja, die geilen Blöcke. Waren das die? Ich glaube, die waren das. Schräge 60. Weiß nicht, ob das die sind. Nee, die sind zu steil. Schade. Die sind zu steil. Aber gibt es die noch als Flachversion? Wie das vielleicht? Aber die sehen mir auch schon so. Nee, die sind auch zu steil. Gibt sie auch in flacher? Aber ich glaube nicht. Scheiße. Schräge 60. Das sind alles schräge 60er. Obwohl, nee, Moment. Nee, passt nicht. Scheiße. Ach, verdammt. Schade. Ah, wieder so eine Flachzange da. Hm. Alle 60. Auch geil. Nennt sich hier einer von diesen komischen Bots Depressed Kid. Ja. Geil. Was sollen wir noch lesen? Sowas will man doch lesen. Die führt auf jetzt Kinder. Jetzt da bummst. Filter? Nee, hier. Schrägen. Achso. Nee, es gibt nämlich sowas, wie ich ja hier vorne quasi gebaut habe. Ja. Sowas gibt's ja. Halt, aber eben halt nicht in flach. Ups, nein. Ich wollte das nämlich gerade bauen, weil dann kann man nämlich auch die Umrandung nämlich gerade rüber bauen.
schon wieder so, ja, so ein Morbus LP. Ja, aber schon seit 24 Monaten und auch schon dabei. Vielen lieben Dank, Morbus. Dankeschön. 2 Jahre. Meine Fresse. So lange dank Knebelvertrag. Ja, hätte das mal lieber durchlesen sollen. Ja, hätte man lieber das Kleingedruckte lesen sollen. Habe ich gar kein Mitleid, nicht so. Nö, warum auch? Irgendwo muss ich ja, irgendwie muss ich mir ja den Malurlaub finanzieren. Out of Holz. Na gut, jetzt haben wir es zwar auf der anderen Seite nicht so gebaut, aber das ist nur dem Umstand geschuldet, dass es eben nicht geht. Ah, siehst mal, das sieht doch schon mal gar nicht so verkehrt aus. Na, dann machen wir was. Ich erkläre dir mal, was wir hier machen. Wir sind hier lang gefahren mit Motorrad und hab ich gesagt, lass uns doch einfach rumfahren. Er sagt, nein, wir bleiben jetzt hier 2 Stunden und bauen jetzt hier eine Brücke. Genau. Warum sollen wir 10 Sekunden um dieses Gebilde rumfahren, wenn wir auch 2 Stunden eine Brücke bauen können? Problem ist, wenn wir jetzt zurückfahren und wir fahren nicht genau auf diese Brücke zu, sondern sagen wir mal 50 Blöcke weiter links, bauen wir die nächste Brücke. Genau. Deswegen gibt es auch dieses Lied, über 7 Brücken musst du gehen, weißt du? Ja, ja. Wir müssen 7 Brücken bauen, das ist eine Quest. Ja, der Plan mit der Brücke, der steht ja tatsächlich schon länger. So ist er nicht. Was meinst du, was passiert, wenn wir jetzt hier weiterfahren und da kommt ein Berg? Dann bauen wir da einen Tunnel durch. 2 Stunden graben. Ja. Natürlich. Ja, siehst du mal, das ist doch schon mal gar nicht so schlecht. Frage ist, welche Umrandung man dann nimmt. Könnte man sowas nehmen? Sowas, aber das hatten wir doch eben schon. Wo ist denn andere Krams? Wo ist denn der Scheiß? Da. Den könnte man nehmen. Pfostenkreuz. 3x1 Pfostenkreuz. Was ist ein 3x1 Pfostenkreuz? Okay. So, diese 3x1 Pfostenkreuz da sein soll, aber okay, gut. Kannst du keine Dings bauen hier? Keine Leitplanken? Ja, da brauche ich aber Eisen für. Kann man nicht sowas Holz bauen? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, die gibt es nicht als Holz. Ich glaube, die gibt es nicht als Holzversion. Die musst du tatsächlich direkt aus Eisen craften. Gehen auch aus Holz? Echt? Leitplanken aus Holz? Okay. Ah ja, hier. Leitplanken. Okay, stimmt. Korrekt. Korrekt. Wollte ich das sagen? Korrekt. Thank you.
Scheiße! So, mal kurz gucken. Gibt's da auch eine runde Planke? Gibt's da auch Leitplanke? Ende rechts. Hä? Ja. Ist doch garantiert auch garantiert eine schöne Ecke, oder nicht? Leitplanke Ende rechts, Leitplanke Ende links. Leitplanke Pfosten. Achso, da musst du wahrscheinlich noch den ranhängen. Und dann dein Endstück eventuell. Hm. Ich hätte jetzt gedacht, dass man den einfach ransetzen kann, aber nö. Kann man den denn da nicht ransetzen? Das ist totaler Humbug. Muss man auch hier ransetzen können. Leitplanke. Leitplanke Ende links, Ende rechts. Wir brauchen einen Leitplankenspezialisten. Ja, definitiv. Das ist jetzt Ende links theoretisch, oder? Oder Ende rechts? Das ist Leitplanke Pfosten. Leitplanke Ende rechts. Ach so, warte mal. Komm schon. I see. Das ist Leitplanke. Welche Leitplanke halt denn jetzt? Ende links, das müsste Ende rechts denn sein. Ja, Ende rechts hatte ich ja. Warte. Aber da schließt ja gar nicht ab, die Sau. Leitplanke Ende rechts. So, und jetzt. Also man sieht Morbus dahin, hätten wir rumfahren müssen. Ne? Dieses Stückchen, also von dort aus gesehen, einmal hier ringsrum bis dahin. Naja, eigentlich bis da. Eigentlich das Stück. Also komplett unnormal. Das ist das Konzept des Spritsparens. Ja. Über kurz oder lang lohnt sich das. Hier ist er. Zack. Okay. Wie heißt er jetzt? Das ist Ende links. Leitplanke Ende links. Okay, Ende rechts. Bescheuert. Also gilt das von, naja, von der Seite aus, wenn du hingehst, nicht weggehst. Sozusagen. Warum kann ich das denn jetzt wieder nicht kopieren? Also müsste auf der Seite Ende rechts sein. Klack. Und. Nee, eine Soda-Brücke nicht. Die hat wird schon seinen Zweck haben. Ich ärgere mich nämlich jedes Mal, wenn ich dran vorbeifahren muss. Und schon wieder 200 Holzblöcke weg. Was ich auch ein bisschen blöd finde, hätten sie ein bisschen mittiger noch machen können. Ja. Achso, wird es dann schon wieder knapp mit dem Jeep. Und dann müsste ja hier jetzt wieder Ende links kommen auf meiner Seite. Genau andersrum. Achso, da wird zu viel. Also brauche ich jetzt wieder Ende rechts. Genau. Auf meiner Seite. Genau. Ja, wer macht's nicht? Ist schon, ist okay. Ja, du kannst lackieren, das Ding, und dann. Pinsel und Farbe habe ich da ohne Ende. Ja, ist doch geil. Hier ist noch so eine harte Kante.
harte Kante. Da ist so ein richtig hartes Stück, ist da. Naja, das stimmt. Naja, hier vorne den Part könnte man noch ein bisschen schöner. Ach, guck mal hier, da tatsächlich kaputt gemacht. Ja, da muss man irgendwie eine Schräge ran. Ja gut, was heißt eine Schräge? Man muss eigentlich im Prinzip jetzt hier, weil man hier ja einfach absackt, eigentlich eine gerade Platte runtersetzen. So, also eigentlich müsste man hier noch ein bisschen begradigen, eigentlich noch eine Platte. Ist das ein voller Block denn hier? Nee. Guck mal, das ist ein voller Block. Müsste ein Dreiviertelblock haben. Ja. Gibt's so was? Tatsache, jetzt. Warte. Oder also noch mal, oder noch eine Rampe davor setzen. Also die, quasi den nächsten Step hierzu, die nächste Rampe setzen. Ja, entweder so. Entweder so oder noch mal als Rampe. Weißt du? Da müsste man mal testen. Ja, das müsste dann ja sein. Wie, glaube ich. Ja, so ist das. Also, in der Theorie wird erstmal hin. Ich brauche mir noch einen Wendehammer. Wendehammer. Ja, so eine meine ich hier. Warte mal, ich baue noch mal die anderen noch mal kurz hin. Moment. Und nicht. Na, so Offroad. Ja. Ja, halt auch. Obwohl, ja, du haust da wieder gegen, eigentlich. Weil hier wieder so eine kleine Rampe ist. Normalerweise müsste man hier den ganzen Bereich hier terraformen. Ist ein Bedrock. Bist du ein Bedrock runter, ja. Ja, ja, nee, das ist scheiße. Das muss man doch begradigen, ja, ja. Ich glaube, das war vorher ein bisschen besser. So, dreiviertel Block, sagst du? Dreiviertel Block. Wo ist denn der Dreiviertel Block? Noch in Tasche. Dreiviertel, ah, da ist er. Und da soll es besser gehen, sagst du? Mal gucken. Also eben klingelt ganz gut. Also. Ja, gegenhauen du so trotzdem noch. Naja, du knallst ja trotzdem an. Ob du selbst nur von der Geraden auf die Schräge fährst, wirst du dann deppern, oder? Ja, du kannst es 100% nicht ausgleichen, kannst es halt nicht. Naja, es. Ist noch nicht Optimum Prime. Nö, aber kann man erstmal so lassen. Ja, hier hast du einen Crackle reingesetzt. Kann man gleich mal hier verstärken, den Kram. So wie bei Lego Movie? Was, Lego Movie? Keine Ahnung, hab ich nie gesehen. Nee? Nee. Ja, so, da suchen sie doch, den ganzen Film über suchen sie so eine komische Geheimwaffe. Die heißt, glaube ich, auch Crackle. Okay. Das ist aber nur so eine Tube Sekundenkleber, die halt so zerquetscht ist und deshalb steht dann nicht mehr sozusagen nicht Sekundenkleber, sondern nur so ein paar Buchstaben, die man noch lesen kann und daraus ergibt sich halt dieses Wort irgendwie Crackle oder so. Jetzt müssen wir uns aber noch ein paar Zubringer bauen und abfahrten. Ja. Als Schnellstraße, ja. Die müssen wir ja so durchziehen bis zur Basis. Ja, da wenn ich jetzt von hier komme und dann plötzlich doch links abbiegen möchte. Ja. Ja. Oder rechts.